Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es weiter mit unserem Dschungelalbum. Und ich habe schon wieder ein paar Seiten vorbereitet, die wir jetzt gemeinsam vollenden werden. Und auf den Seiten davor, die wir im letzten Video gemacht haben, ich nehme das hier mal kurz raus, habe ich jetzt nur noch hier diese, Deko-Elemente, sage ich einfach mal, angeklebt, also habe sie vollendet. Und hier in der Front habe ich jetzt hier noch das Tag schon hineingemacht. Hier werde ich dann bloß noch wahrscheinlich ein Bändchen ran machen zum Rausziehen. Muss ich mal schauen, oder ich lasse es einfach so. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber das sehen wir dann spätestens, wenn wir das Album vollenden. Dann blättern wir ja noch mal alles gemeinsam durch. Ansonsten habe ich hier nicht so weit verändert. Gestempelt habe ich es auch noch nicht. Das muss ich, wie gesagt, noch tun. Aber das rennt mir ja nicht weg. Mir ist noch was anderes eingefallen. Ich fand das hier nicht ganz so schön. Wo kann ich euch das mal zeigen? Wo haben wir hier eine Seite? Ja. Dass das hier auf der Rückseite weiß ist. Deshalb habe ich mir passend zu diesem folierten Papier noch das rausgesucht, was unfoliert ist, und habe einfach das gleiche nochmal gemacht und habe das auf die Rückseite geklebt, sodass wenn man das umblättert, das auf beiden Seiten halt dekorativ ist. Ich fand, das sieht ein bisschen netter aus. Und so mache ich das bei allen anderen Seiten auch. Also sprich, ich habe mir aus diesem Papier halt nochmal die gleichen Maße zugeschnitten. Ich kann sie euch gerne nochmal sagen. 5,5 mal 19,5, und dann habe ich mir das einfach gegen das andere gelegt, habe mir hier oben den Kreis gezeichnet, damit ich weiß, wo das Loch hin muss, habe das auf das andere draufgeklebt, das Band nochmal durchgezogen, miteinander verbunden, und schon ist es fertig. Und dann sieht das einfach ein bisschen dekorativer aus, finde ich. So, dann möchte ich ja natürlich auch noch die 3D-Elemente unterbringen. Ich habe mir gedacht, hier bei dem Notizteil passt das ganz gut. Deshalb ist das das Erste, was wir jetzt machen. Wir kleben eines dieser 3D-Motive auf. Einfach hier unten unter diesem Notizteil, dachte ich, sieht das vielleicht noch ganz nett aus. Und das passt hier ganz gut mit dem Gepard, passend hier zu dem Außenband, Washi-Tape. Bisschen andrücken und dann klebt das hier fest, und dann sieht das noch ein bisschen schicker aus. So, für diese Seite, das ist die erste, habe ich mir dieses Hintergrundpapier ausgesucht und habe es zugeschnitten. Ich kann euch gerne noch mal die Maße nennen, aber wie gesagt, die sind eigentlich immer gleich. 19,8, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, mal 13,7. Ich mache das immer so, weil ich finde, das wird dann immer genauer. Ich lege mir das Designpapier immer verkehrt herum an, so wie ich es aufkleben möchte. Das liegt einfach mal daran, dass ich hier mal ein bisschen Luft lasse wegen den Blättern. Also ich klebe das nicht ganz knirsch an, weil sonst würde das immer beim Aufschlagen hier unten sich aufribbeln. Deshalb lege ich mir das immer so hin, wie ich es ankleben wollen würde. Sprich, nicht ganz so dicht an die Falz hier in der Mitte. Lege mir das so verkehrt herum an, nehme mir einen Bleistift und markiere mir hier das obere Ende. Und genau so mache ich das unten auch. Also, ich markiere mir oben, unten einmal, wo die Seite endet. Und dann markiere ich es mir hier nochmal, wo es ebenfalls endet. Und dann schneide ich mir das zu. Das wird einfach mal genauer, als wenn ihr das ausmesst, finde ich. Wenn ihr das so könnt, macht das so, wie ihr das könnt. Ich kann das immer so besser, wenn ich mir das anlege. Da kann ich mir das immer besser vorstellen. So, und dann möchte ich hier gerne 4 Klappen anbringen. Die habe ich schon vorbereitet und habe sie sogar schon abgestempelt mit diesem schönen Fotoapparat. Und auf den außen drauf klebe ich 4 dieser hübschen Karten, die in dem Block mit drin waren.
Und die haben das Maß. Also was die haben, ist ja egal. Wie schwer sind ja die Klappen? Die Klappen sind 10,5 mal 11,5. Genau. Und haben eine 1 cm breite Falz gekriegt. Und die werde ich jetzt hier anordnen. Und sie dann mit einem Magneten verschließen. Und zwar als allererstes müssen wir ja unseren Hintergrund befestigen. Und da muss natürlich jetzt auch schon der erste Magnet drunter. Nicht, dass wir das wieder vergessen. Und der soll dann natürlich hier unsere letzte Seite verschließen. Sprich, da muss dann das Gegenpendant hin. Also die dünnen Magnete, die sind sehr, sehr schön, wie ihr ja schon merkt. Die haben auch eine Wahnsinnskraft, aber sie sind auch sehr zerbrechlich. Kann ich euch auch nur noch den Tipp geben, wenn ihr die so aufeinander habt, zieht sie mit dem Daumen nach rechts. Versucht die nicht irgendwie so abzupröppeln, weil dann brechen die euch. Das ist mir schon zwei, dreimal passiert, das ist schade. So, als oberstes Motiv habe ich mir überlegt, hätte ich gern dieses Hello. Das möchte ich hier gerne aufbringen. Und deshalb werde ich jetzt hier als erstes mal meinen. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, bevor ich den festklebe. Weil das muss ich ja auch alles so ein bisschen überlappen. Dass ich den auch richtig platziere. Ah, der muss nämlich relativ weit hier nach unten. Wie machen wir jetzt mal da den Pups? Und kleben den dahin. Und dann kleben wir unser Designpapier da oben drüber. Das hier erstmal schieben. Das schön gerade sitzt. Sehr schön. Und den Magneten, wie gesagt, den sieht man hier drunter wirklich kaum. Der ist so schön dünn. Das geht richtig gut. So, dann werden wir mal jetzt erstmal die anderen vier hier aufkleben. Muss mal kurz schauen. Das wird der rechte, der linke. Also kleben wir das Motiv so rum auf. Und das wird unten. Und dann wird das oben.
Stopp. Stopp, stopp, stopp. Oben haben wir ja schon. Das wird links. Quatsch, rechts. Gott sei Dank noch gemerkt, weil oben haben wir ja schon. Das wird ja unsere Klappe mit dem Hello, das alles verschließen soll. Genau. So, das haben wir. Jetzt würde ich als allererstes mal meine Hello-Klappe hier oben ankleben, um einfach dann auch den Magneten da zu platzieren. Sprich, wir suchen uns hier ein bisschen die Mitte. Gucken, dass das schön gerade klebt. Okay. Und dann können wir jetzt hier auf der Rückseite nämlich gleich erstmal unseren Magneten fixieren. Okay. Und dann bringen wir erstmal unser Designpapier an. Das ist schon die nächste Seite hier. Aber das klebt gut. Okay. Und jetzt steht mein Fotoapparatkopf. Och nee, ist das ärgerlich. Na gut. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Das ärgert mich jetzt gerade ein wenig. Dann steht da hier wahrscheinlich auch Kopf. Ne, hier steht da nicht Kopf. Steht da nur oben Kopf. Na gut, dann ist es halt so. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Aber ist ja nicht so schlimm. Ist ja nur eine Symbolik. Da kommt ja eh ein Bild hin. Von daher. Okay. So, dann kleben wir jetzt hier unsere Seiten an. Guck, dass das schön bündig ist. Müssen wir hier gucken, dass wir das auch schön gleichmäßig machen. Also, dass die sich auch schön so überlappen, sonst sieht das ja doof aus. Super. Und jetzt noch die unterste. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, wenn ihr so eine Magnete habt und euch unsicher seid, ob die das schaffen, diese dicken Papiere zu halten, also sprich, wenn ihr euch unsicher seid, ob das hält oder ob die das vielleicht nicht schaffen und ihr dann nachher Angst habt, dass das hier aufgeht, ich probiere das immer trocken. Also das heißt, jetzt habe ich das doch verkehrt. Ach ja, na gut. Ist ja nicht so schlimm. Das heißt, ich lege die ganzen Papiere erstmal übereinander und platziere dann meine Magnete und schaue, ob das wirklich hält.
bevor ich das alles anklebe. Aber ihr seht hier, was der kleine Magnet für Kraft hat, der schafft das locker. So, und jetzt möchte ich hier in der Mitte noch gerne wieder so eine Art Panoramabild machen, so wie wir es hier schon haben. Und zwar habe ich hier, genau, das würde ich mir jetzt hier einfach mal halbieren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ist mein Lineal? Das habe ich mir jetzt nämlich gerade eben erst überlegt. Na, ich würde das vielleicht 10 cm mal, also 9 mal 13 ist ja immer so ein bekanntes Fotomaß. Und damit das raufpasst, würde ich das dann, dann mache ich das 11, damit ich jeweils 2 cm habe. Und mal 13, also mal 15. Also 12 mal 15. Also wir schneiden mal 15 und dann schneiden wir noch 12. Perfekt. Okay, dann kleben wir das hier nämlich drauf. Super. Und dann umranden wir das jetzt erstmal noch. Lege ich das mal kurz beiseite. Okay. Dann kommt da natürlich auch noch ein weißes Fotopapier drauf. Muss ich mir auch noch zuschneiden. Das machen wir jetzt 9 mal 13. Kommt dann hier in die Mitte. Und jetzt brauchen wir natürlich noch was zum Verzieren außen. Und ich habe hier so viele schöne, schmale Streifen über, die man dafür natürlich super nutzen kann. Eins, zwei, jetzt gucken wir mal, ob wir noch eins haben von der Sorte. Na perfekt, das passt doch. Dann können wir das hier nämlich schön einrahmen. Jetzt habe ich das, glaube ich, viel zu breit geschnitten. Ich muss noch mal kurz schmulen. Nee, hier habe ich auch ein bisschen Rand. Da haben wir auch ein bisschen Rand. Ich würde sagen, wir kleben jetzt erstmal das auf. Einigermaßen in die Mitte. Okay. Und dann machen wir erstmal die langen Seiten. Da müssen wir nämlich nicht ganz so viel dann wegschneiden. Hier mache ich das schön bündig und dann seht ihr ja, haben wir hier nur so einen ganz schmalen. Rand überstehen.
So mache ich das auf der anderen Seite auch. Die sind nämlich alle gleich lang, sehe ich gerade. Genau. Das ist natürlich praktisch. Die sind alle noch über von diesen Klappen. Da habe ich ja ein bisschen was immer abschneiden müssen, damit die Breiten technisch da drauf passen. Und da könnt ihr jetzt natürlich super die Reste verwerten von. Schön anlehnen hier. So, und das messen wir natürlich aus. Neun. Dann schneiden wir uns die jetzt mal hier auf 9 cm zu. Den Schnippel, den schmeiße ich jetzt aber endgültig weg. Mir jetzt abgewöhnt, wirklich jeden kleinen Fitzel aufzuheben. Irgendwann wird das echt zu viel. So, und dann kleben wir die oben rein. Jetzt habe ich natürlich oben keinen Rand, sondern nur an den Seiten, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Okay. Ein bisschen. Dann müssen wir noch einen Mü abschneiden. Okay. Okay. Sehr schön. So, dann mache ich da jetzt mal gleich meinen Stempel drauf. Und dann kleben wir das noch in unser Album. So, Album. Und dann öffnen wir das mal. Und dann kommt das hier in die Mitte. Und ihr seht, man kann wieder super die Reste verwerten. Einfach so aus diesen Papierstreifen halt einen Rahmen bauen. Und das sieht richtig klasse aus. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier schön in die Mitte machen. Und selbst da, obwohl wir jetzt noch ein zusätzliches Papier drunter gemacht haben, was ich vorher gar nicht ausprobiert habe, hält das der Magnet völlig aus. Sehr schön. Jetzt sind wir so ein paar Fusseln vom Schneiden, aber die gehen auch weg. Und schon haben wir wieder eine Seite fertig. Nächste Seite. Da gibt es wieder, wie wir das schon mal hatten, so ein paar Tags. Und da habe ich mir hier zwei Taschen zugeschnitten. Die haben das Maß 5,5 mal 13. Und die werden dann jeweils einmal unten bei 0,5 gefalzt und an den Seiten ebenso. Ihr könnt auch eine breitere Falz machen, also wenn ihr lieber mit einem Zentimeter arbeiten möchtet, müsst ihr halt einen Zentimeter dazu nehmen, aber 0,5 reichen da völlig aus. So, das falzt ihr euch. Ich habe diesmal das nicht vorgearbeitet, weil ich euch das mal zeigen wollte, bei der letzten Seite waren die ja schon fertig. Also ihr falzt euch das und dann entstehen ja hier so eine kleinen Quadrate und die schneiden wir jetzt einfach raus. Auf beiden Seiten.
Und dann falzen wir die mittlere Seite nach unten. Und dann nehme ich mir jetzt hier meinen feinen Kleber und mache hier unten auf die Ecke. Einen Punkt Klebstoff und klappe die andere Seite um. Da hilft es euch dann wieder, ein Taschentuch zu haben, das kurz mal anzudrücken. Und genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Einen kleinen Punkt Klebstoff. Und die andere Seite oben drüber. Und kurz andrücken und schon habt ihr das fertig. So, das Ganze haben wir hier zweimal. Und dann wieder die kleinen Teilchen hier raus. So. Sehr schön. Dann das passende Designpapier wieder dazu. Das hat die Maße 4,5 mal 11,5. Kleben wir uns jetzt hier drauf. Auf die beiden Taschen. Sehr schön. Und dann können wir auch die Taschen gleich ankleben. Eine etwas weiter unten. So, und die andere etwas weiter oben.
Sehr schön. Und dann kleben wir unser Designpapier auf. Und wie gesagt, dadurch, dass ich mir das ja immer anlege, sehe ich auch genau, wie das Papier hier liegen muss. Und dann klebt das natürlich auch super fest. So, und dann verteilen wir jetzt hier noch unsere Tags. Und das obere, das werden wir wahrscheinlich wieder ein bisschen einkürzen müssen. Genau, da schneiden wir jetzt einfach mal noch 2 cm weg, dass das etwas kürzer ist. Genau, und dann passt das hier wieder hinein. Und schon haben wir wieder eine Seite fertig. Nächste Seite. Da habe ich mir auch noch mal was Besonderes überlegt. Und zwar möchte ich hier ein, ja, ich sag mal, ein Torelement anbringen. Und zwar, jetzt hat sich das hier ineinander verkeilt. So, ein Torelement, was sich so öffnet. Habe ich mir hier schon die Designpapiere ausgedacht. Und das wird mit diesem Blatt, mit diesem hübschen metallischen verschlossen. Und unter das Designpapier kommt natürlich auch wieder ein Magnet. Den werden wir mal als erstes anbringen. Wo sind meine Magnete? Da sind sie. Sie halten sehr gut, wie man sieht. Okay. Ja, den mache ich jetzt einfach mal hier so, ich sag mal, Freischnauze in die Mitte. Jetzt müsst ihr nur schauen, euer Blättlein. Okay, so rum ist es auch magnetisch. Dann legen wir den hier drauf. Und dann kleben wir gleich unser Designpapier drüber. Und wenn das Tor dann aufgeht, soll hier natürlich in die Mitte ebenfalls wieder ein Panorama-Foto Platz finden. Da habe ich jetzt noch nichts vorbereitet, aber das wird genauso, wie ich es hier gemacht habe. Das mache ich dann im Nachhinein. Ich zeige es euch dann nochmal im nächsten Video. Das würde jetzt wieder hier die Zeit komplett sprengen. So, die Tore sind... Zentimeter breit gemacht. Ja. 7,5 mal 20 und das Designpapier dazu ist dann nur 6,5 mal 20. Also das umschließt das komplett. Und ich klebe jetzt als erstes mal mein Designpapier auf mein Torelement. Schön bündig. Drüber.
einmal. Und dann bringen wir unsere Torelemente an. Und zwar schön bündig wieder am Papier, am Rand, am Designpapier. Sehr schön. Da ist unser Magnet und unser kleines Blatt hält unser Türchen verschlossen. Und wenn man es dann aufmacht, wie gesagt, kommt hier noch ein schönes Panoramabild hin. Fertig ist unsere nächste Seite. Nächste Seite. Hier habe ich mir überlegt, ich möchte gleich den Magneten, der hier hinter sitzt, nochmal nutzen. Und um hier eine Klappe zu fixieren, und zwar werde ich jetzt erst einmal das Designpapier aufkleben. Und so spart ihr euch dann schon wieder einen Magneten. Deshalb nutze ich auch ganz gerne immer diese metallischen Blüten, denn da spart ihr euch halt auch die Magnete. Wenn ihr die nutzt, da habe ich einfach wieder eine dieser schönen Klappen genutzt. Quatsch, eine dieser schönen, ja, ich sag mal Karten. Man könnte sie auch super als Kartenhintergründe nutzen und habe mir hier 14 mal 16 cm zugeschnitten. Da kommt jetzt hier mein Designpapier drauf. Bevor das da drauf kommt, stopp, muss ja erst noch der Magnet dazu. Sprich, wir kleben erstmal unsere Klappe an. Weil dann können wir nämlich gleich besser unseren Magneten platzieren. Den bringen wir jetzt auch schön in die Mitte. Super. Passt. So, und dann da ist er. Machen wir da auch ein Stück Kleber drauf. Und kleben oben drüber unser Designpapier. Und schon habt ihr einen Magneten doppelt genutzt. Einmal vorn und einmal hinten. Perfekt.
sehr schön. Und zusätzlich werde ich jetzt hier auch nochmal dann ein Panoramabild anbringen. Das mache ich dann auch nochmal im Nachhinein und zeige es euch dann. So, nächste Seite habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar möchte ich dieses hübsche Papier hier in die Mitte kleben und wieder ein bisschen mit Washi arbeiten. Da werde ich einfach links und rechts dieses hübsche Motiv aufkleben. Washi muss man ein bisschen schieben, da liegt schon meine nächste Seite wieder drunter. Und dann habe ich hier wieder so ein kleines Flipbuch gewerkelt und eine kleine Tasche, in die dieses Flipbuch denn soll. Das kommt hier diesmal nach unten. Aber erstmal kleben wir das auf. Einfach schön in die Mitte der Seite. Oben und unten einigermaßen gleich Luft. Super. Und dann, wie gesagt, eine Bahn von diesem schönen Klebeband. Und dazu nutzen wir auch wieder doppelseitiges, was wir uns hier anbringen werden. Überlege ich. Nee, da brauchen wir doppelte Bahn. Diesmal machen wir es mal ein bisschen anders. Das war ja letztens bei der anderen Seite so schwierig, das da abzukriegen. Ich mache jetzt gleich mal ab und mache dann eine zweite Bahn darüber. Das geht nämlich bedeutend einfacher. Sehr schön. So, und das lösen wir auch. Und dann bringen wir jetzt hier unser schönes Washi an. Und das Gleiche machen wir jetzt hier unten auch nochmal. Bahn Nummer 1. Bahn Nummer 2. Immer ein bisschen überlappen. Denn das Klebeband ist ja nicht ganz so breit. Ja, das Washi meine ich. Nummer 2. Jetzt guckt hier ein bisschen was drüber. Nicht so schlimm. Klappen wir jetzt einfach um. So, und kleben es fest. Und die zweite Bahn. Super. Na. Das sieht doch richtig klasse aus. So, und unser Täschchen wieder. Wie eben vorne auch schon. 0,5 cm breite Falz. Da versuche ich auch immer die Reste zu verwerten, die beim Schneiden des Papiers halt so überbleiben. Da kann man mal super die kleinen Täschchen draus machen.
Und halt auch die Designpapierabschnitte kann man immer super nutzen, um halt die Reste zu verwerten. Ich sage euch jetzt noch was zum Maß. Mal 5,5 und der Papierrest, den ich hier habe, der ist 4,5 mal 11,5. So, dann wieder den kleinen. So, dann machen wir da unseren Designpapier drauf. Sehr schön. Und das kommt jetzt da unten hin. Schön bündig unten dran. Sehr gut. So, und dann kommt hier unten nur noch unser kleines Flipbook hinein. Könntet jetzt auch noch ein paar Text dazu packen oder was ihr da sonst noch mit hineintun möchtet. Oder noch eine Fotomatte zum Beispiel werde ich vielleicht noch dazu packen. Und ja, wie gesagt, hier kommt ja hoch, hier kommt ja dann auch noch die Fotomatte dazu, die kommt hier noch hinein. Und dann, also in diesem Album kann man jedenfalls mehr als genug Erinnerungsfotos unterbringen. So, nächste Seite. Da werden wieder einige Klappen angebracht. Ich glaube, ich habe hier noch viel zu wenig Papier. Da muss ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt, glaube ich, nur für hierfür auch schon. Muss ich mal glatt gucken. Glaube, das war das. Ups. Mir fehlt noch ein Papier. Und zwar für die Seite. Das macht nichts. Jetzt gucken wir mal kurz mit den Klappen, ob ich damit hinkomme. Und die Klappen. Ich habe mir das nämlich genau ausgemessen. Das sind auch wieder alles Papierreste, die man jetzt wieder super verwerten kann.
Und die passen hier nämlich alle genau rauf. Sehr schön. Aber mir fehlt noch ein Grundpapier für hier unten. Aber das macht nichts. Das schnibbeln wir uns mal schnell zu. Dann kann ich euch das nämlich gleich mal zeigen, wie ich das immer mache. Also ich habe jetzt hier dieses Papier. Das lege ich mir jetzt verkehrt herum hier hin. Gucke, wie ich das gerne haben möchte. Also wie gesagt, ich lasse ja immer ein bisschen Luft nach unten, zur Seite hier. Und dann schaue ich, bis wohin das hier gehen muss. Und ziehe mir hier oben einfach einen Strich. Und genau das gleiche mache ich hier unten auch. Und dann weiß ich genau, wo ich schneiden muss. Und dann brauche ich mir das hier nämlich nur anlegen. Und kann das Ganze einmal gerade runterschneiden. Ohne dass ich viel messen muss. Und dann passt das genau hier drauf. So, das möchte ich natürlich auch wieder mit einem Magneten verschließen. Aber die Besonderheit an dieser Seite wird sein, dass ich nicht hier die Klappen anbringe, sondern die Klappen an der Klappe, die Klappen sozusagen anbringe. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, erkläre ich euch aber gleich. Und zwar, ich muss hier kurz gucken, das ist oben, das ist unten und das ist meine Seitenklappe. Genau. Sprich, die erste Klappe ist diese. Die wird wiederum so geöffnet und dann werden sich hier oben, wenn ich noch im Bild, naja fast, also hier oben jeweils noch eine Klappe befinden, die sich nach oben und nach unten öffnet. Die habe ich auch schon vorbereitet und ich werde jetzt erst einmal mein Designpapier hier außen aufkleben. Und zwar habe ich hier wild die Reste genommen, die ich gefunden habe, also da gibt es jetzt kein genaues Maß. Bevor wir das jetzt hier ankleben, bevor ich es vergesse wieder, muss hier natürlich auch ein Magnet hin. Denn auch diese Seiten werden mittels Magnet fixiert. So. Und dann gleich der Streifen hinterher. Schön Stoß an Stoß, das ist nämlich genau ausgemessen. Und dann seht ihr schon, gibt es hier mal ein ganz tolles Motiv und ich dachte mir, auf die vorderste Klappe klebe ich mir hier noch ein Love Nature. Als Dekoration. Nur wieder gucken, dass wir das auch schön gerade hinkleben. Sehr schön. So, dann kommen meine Klappen oben und unten. Da habe ich, wie gesagt, hier auch die ganzen Reste verwertet und ordentlich ausgemessen, dass die hier wirklich genau hinpassen. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wie ihr das anordnen möchtet. Aber ich finde, da muss man nicht immer wieder neues Designpapier zerschneiden.
sondern kann halt super die ganzen Streifen, die man so hat, brauchen dafür. Und es sieht halt auch sehr individuell aus. Und das hat ja auch was für sich. Sogar noch was überstehen, aber das machen wir wieder mit der Schere. Das schneide ich jetzt einfach. Und dann ist das schick. Und die letzte Klappe auch noch. Jetzt die nach unten. Steht da noch was über? Sehr schön. So. Bevor wir jetzt unsere Klappen anbringen, brauchen wir ja wieder unseren Gegner hier. Und jetzt werden wir mal die äußerste Klappe hier einfach schon mal ankleben am Designpapier. Sehe ich, hier steht auch noch was über. Wir kleben erstmal unsere große Fotoklappe jetzt an, um einfach gleich wieder besser unseren Magneten fixieren zu können. Super. Da ist er. Bisschen Kleber drauf, Magnet hin und das Designpapier ankleben.
Und auch hier jetzt müssen wir bloß noch unsere Klappen anbringen. Müssen wir mal kurz gucken, das ist unten. Und die möchte ich ja, wie gesagt, hier anbringen. Ach Mensch, ich muss euch ja noch was zu den Maßen sagen. Das mache ich sofort, wenn ich die angeklebt habe. Sehr schön. Und die obere Klappe auch noch. Und dann sage ich euch noch, wie die Maße der Klappen sind. Okay, sehr schön. Und der Magnet hält. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, ich denke schon. Wie gesagt, ich muss bloß noch hier ein Panoramabild anbringen. Das mache ich dann auch noch im Nachhinein. Jetzt sage ich euch noch das Klappenmaß. Und zwar die beiden Seitenklappen sind 12,5, also 12,5 mal 20,5 mit einer 1 cm breiten Falz. Und die große Klappe ist 14 mal 20 und hat ebenfalls eine 1 cm breite Falz. So, nächste Seite fertig und wir kommen zur nächsten. Da habe ich jetzt mir Folgendes überlegt. Was habe ich mir denn da überlegt? Wieso liegt jetzt hier das noch? Ah ja, jetzt weiß ich. Ich habe so viel vorbereitet, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen wollte. Doch, doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß es. Und zwar möchte ich hier mal mit einem Bellyband arbeiten, wo dann einfach dieses Notizblatt runtergesteckt wird und der kleine Ottifant, der kommt hier in die Mitte drauf. Also wir kleben als erstes wieder unser Deckblatt auf. Wo ist mein Rake? Da. Genau. Und das Bellyband, da macht er einfach nur ein bisschen Klebstoff oben und ein bisschen unten. Und das kleben wir dann hier in die Mitte. Das ein bisschen an und dann passt das hier nämlich nicht ganz drunter. Das müssen wir noch zuschneiden
Und zwar werde ich jetzt einfach mal einen Zentimeter, nee, ich mache 0,5. Ich mache 0,5 von oben und 0,5 unten. Und dann müsste das hier nee, das reicht noch nicht. Also machen wir doch nochmal. Also ein Zentimeter. Oben und ein Zentimeter. Unten weg. Insgesamt. Dann passt das auf jeden Fall. Genau. So, dann kleben wir das hier nämlich. Kleben wir das in die Mitte. Und den Ottifanten, den Klemmer hier in der Mitte einfach auf. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, dass wir da nicht zu viel Klebstoff nehmen. Ich würde den jetzt hier so machen. Also von... Machen wir hier den Finger hin und von da oben. Nicht, dass wir zu viel Klebstoff nehmen. Sehr schön. Und dann drücken wir den noch an. Genau. Und da könnt ihr jetzt zur Not auch noch mehr drunter schieben, wie ihr das gerne möchtet. Und wir kommen zur letzten Seite. Einmal wieder das Deckblatt. Da habe ich mir überlegt, möchte ich ganz gerne wie so eine kleine, wie so einen kleinen Kuvert hier raufkleben. Und da habe ich mir ein schwarzes Papier genommen und habe mir das zugeschnitten auf, ist das jetzt ein Zentimeter? Ja, auf 12,5 mal 14,5 und haben mir jeweils links, rechts und unten eine 1 cm breite Falz gemacht. Die muss ich jetzt noch schnell hier unten wieder zuschneiden. Das kennt ihr ja, das ist genau wie bei unseren Taschen auch. Und die werden wir jetzt wieder ankleben. Drücken. Und da drauf dann das passende Designpapier. Das kommt dann hier oben drauf. Das kleben wir auch gleich fest. Und dann als Deckel habe ich mir zugeschnitten 6,5 mal 10,5 mit einer 1 cm breiten Falz und das Designpapier ist dann passend dafür in der Breite angepasst, also ist es 5,5, das kommt dann hier oben drauf. Und dann möchte ich mal mit einem Brett arbeiten, da habe ich mir jetzt den ausgesucht, der kommt hier oben drauf. Und da diese Bretts ebenfalls magnetisch sind, wird der Magnet dann hier unter dem Designpapier versteckt. Ich würde sagen, wir kleben jetzt erst einmal unser Designpapier hier auf. Und bevor wir das machen, nehmen wir verstecken. Wir verstecken den Magneten hier drunter. Wir machen das anders. Also jetzt gucken wir mal, wie rum. Also sprich so rum. Mhm. Ja, auch ordentlich noch die Mitte fixieren. Also da.
und oben drüber das Designpapier. Sehr schön. Und dann schön fest anstreichen. Und dann ist das schon fertig. Das gleiche machen wir jetzt mit unserer Klappe. Bringen wir jetzt hier auch an. Ein bisschen was steht noch über, macht nichts. Machen wir gerade. So, und hier müssen wir jetzt natürlich ein Löchlein reinmachen, weil hier muss ja unser Brett ran. Das heißt, wir machen uns jetzt hier in die Mitte einfach ein Loch. Schön mittig. Ich würde sagen, hier so. Okay. Da kommt jetzt unser Brett durch. Und so sieht das Ganze aus, wenn es verschlossen ist. Na, das sieht doch klasse aus. Und dann kann man das auf- und zu machen. So, jetzt kleben wir erstmal wieder unser Designpapier auf. Ihr seht schon, es ist ganz schön dick, das Album. Und das ist noch nicht mal fertig. Also da passt ordentlich was hinein. Aber wir sind schon fast am Ende. Also es gibt noch ein Video mit den letzten zwei Seiten. Und dann gibt es noch ein Video, wo wir dann zusammen das Album zusammensetzen, also das Innencover verkleiden und dann auch unser Chunky Charm noch werkeln werden. Das wird aber, denke ich, ein Video werden. So ein Chunky Charm dauert nicht ganz so lang. Und dann müssen wir ja auch nur noch das Album zusammensetzen. Überlege ich nur. Ich werde das mal noch schnell. Ich bin ja wieder so ein Abrunder. Ich werde das mal jetzt hier noch schnell. Kriege ich das noch hin? Mal sehen. Ich möchte das hier noch abrunden. Ja. Das kriegen wir noch hin. Sehr schön. Und dann klebt er das einfach bündig an das Tischchen. Und natürlich gucken, dass es gerade ist. Und schon ist es fertig. Und das sieht doch auch richtig klasse aus. Jetzt könnte man natürlich das hier innen noch verkleiden, wenn man das jetzt nicht sehen möchte. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Und da hinein könnt ihr natürlich jetzt auch eine Fotomatte stecken oder ein paar Tags oder eine kleine Überraschung für denjenigen. Und schon ist wieder eine Seite
fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind ja jetzt schon ganz schön weit gekommen. Ich mache jetzt hier, wie gesagt, noch den Rest fertig. Also hier das wieder draufkleben und das hier noch zu Ende bringen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder mit den letzten beiden Seiten. Und dann werden wir auch schon unser Album zusammensetzen. Und dann ist es fertig. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.